Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Heinz von der Aachen, der Hecht. Lange blickt Hein bewegungslos auf den Hecht, der nun, von ihm besiegt, überwunden, seinem Element entrissen, tot im Herbstgrase vor ihm liegt. Er sieht das lange, breitschnäbelige Maul, die starren, giftigen Lichter darüber, den schlanken, gestreckten Leib, schwarz-grau der Rücken, gelblich die Seiten, silbern der Bauch, dunkle Marmorierung fließt über Rücken und Seite. Ein großes, schönes, starkes Tier. Seine erste Beute. Ein leises Zittern läuft über den Leib des Raubfisches. Die rötlichen Ruderflossen flattern leicht, als hätte sie der Wind bewegt. Jetzt öffnet sich noch einmal, zum letzten Male, leise der Raubrachen. Nadelspitze Zähne ragen. Wie viele lebende Kreaturen sind durch diesen Rachen gewandert? Wie viele zappelnde Geschöpfe hingen zwischen diesen dolchbewehrten Kiefern, um dann langsam, unaufhaltsam durch den Schlund, durch diesen unersättlichen Räuberschlund zu gleiten?